Gute und herzlich willkommen zurück hier in meinem Blind Run von The Witcher 3 Wild Hunt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank für die Däumchen nach oben auf die letzte Folge. Ja, wir haben jetzt einen Hexerauftrag angenommen. Und ich glaube, wir müssen hier mit der Hauptmannwache sprechen. Ja. Und dann schauen wir mal. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Den haben wir ja schon, ne? Angeblich kommt kein Monster in deine Nähe, wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfst. Aha, also bekommt okay. Man heute noch Knoblauch her. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Dann schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Plätze. Los, los. Wir müssen hier lang. Mal schauen, wo uns das hinführt. Das sind Hunde, ne? Das ist ja eine Riesen. Oh, da ist eine. Da ist eine Mission. Das merken wir uns nochmal. Bestimmt der Doggo. Ah, das hört sich gar nicht gut an. Ah, cool. Oh. Die Kollegen, die hatte ich noch nicht. That's it, oder was? Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Ja, ja. Oh je. Das ist die erste Station, ne? Wahrscheinlich. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Nach dem Tod, okay. Gut. Das auch hier? Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Da ist auch noch was. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Ah, okay. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ah, guck mal.
Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Ganz schön große Füße. Aha, Ertrunkener. Ziemlich viele. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Einfach das Brennen angefangen. Habe ich wieder irgendeinen Pack drauf. Das, von denen das Zeug ist relativ wertvoll. Okay, rutscht komplett runter. Ah, hier. Ach, guck. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Wir gehen nur spazieren. Oh, ich mache nur einen Spaziergang. Frische Luft schnappen. Hoffentlich findest du dich amüsant. Ich lache nicht. Edme! Ja! Sind das die Elfen? Ne? Das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel auf Elfen treffe. Werenus hier. Komm doch her, mein Freund. Halten und kämpfen. Na, okay, es waren wohl keine Monster, ne? Kehre zum Hauptmann zurück. Das waren wohl Elfen. Und ich bin overloaded. Perfekt. Und dann machen wir es komplett voll. Wir haben guten Stuff am Start. Petersilie. Wir machen mal Folgendes. Oben ist ziemlich overloaded. Schön einen Sitz, ne? Bringt mich zu meinem Pferd und ich kann nach Hause reiten, ne? Aber was ist das hier eigentlich? Was sagt die Karte? Taverne. Da können wir doch was verkaufen. Aber wir sind jetzt wieder hier, okay. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. So ist's gut. Was faselst du da? Ich habe gehört, man kann von den Männern des Barons was zu essen kriegen. Die Tochter ist wohl vermutlich entführt. Groß. Ja. Aber das haben wir doch schon geregelt, oder? Was?
Gnadenreiche Werner. Haben wir hier keinen Händler am Stall? Was ist mit den Minen, in die er die Mädels aus Bella gebracht hat? Ich habe gehört, da hätte eine Echse ihr Nest gebaut. In diese Löcher würde ich nicht für Geld und gute Worte kriegen. Begrab mich mit einem Verstehen. Oh, jetzt geht doch mal auf den Weg. Sei gegrüßt. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Was hat der Kollege denn hier? Das haben wir schon. So, und wir drücken ihm jetzt mal richtig was rein. What's this? Verwesendes Fleisch. Weg damit. Immer noch kein Slot freigegeben. Ja, da können wir, das können wir eben komplett verkaufen. Das Bier brauchen wir auch nicht. So, sind wir ehrlich. Das hat immer noch kein... Also das... Rüstung nimmt er auch nicht. Was ist das? Schnaps und hier Kirschlikör. Okay, nee. Danke. Leb wohl. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden Schnellreise machen. So. Wir wollten uns ja eigentlich in die Richtung orientieren. Haben wir hier keinen Schnellreisepunkt? Wieder erst am Galgenhügel oder was? Oh, Kinas. Ist das anstrengend. Nein, da wollten wir hin. Und da will ich hinreisen. Dann reiten wir wieder den Hügel runter. Beziehungsweise müssen mal gucken. Das war vielleicht nicht so clever. Wir hätten irgendwo hinspringen müssen, wo es einen Händler gibt. Hier gibt's. Warte kurz, da ist wieder nur die Hälfte am. Hier, Händler. Ist echt Mangelware, Händler, ne? Guck mal, hier im ganzen Gebiet gibt es keine Händler. Hier auch nicht. Nur in Schwarzzweig. Unten. What's this? Unten Waffenschmied. Da will ich hin. Okay, da müssen wir uns da hinstellen. Ich muss das Zeug verkaufen. Das ergibt. Hier ist ein Rüstungsschmied. Ich hätte gern aber alles zusammen. Ah, gibt es hier nicht in dem Burghof auch einen Quartiermeister? Ja, wir brauchen Händler und Dinge. Machen wir, komm. Echte Mangelware hier. Müssen wir echt den Stuff mal verkaufen und abstoßen. Und hier ist ein Händler, zack. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Na, komm her, wir kaufen was. Zeig mal, was du also anzubieten hast. Wir verkaufen. So, wir verkaufen. Was können wir dir denn verkaufen? Strickleiter, weg damit. Der hat nur. Oh, der hat nur drei. Was ist mit dir? Er hat nur zwei Sachen. Achso, Lieferengpässe, hä? Huh? Ich hatte mehr als 3 Euro. Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Hä? Wo ist der Händler? Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt.
Ist es jetzt euer Ernst? Jetzt ist es noch falsche Anzeige. Oh. Jetzt müssen wir dem die ganzen Schwerter wegdrücken. Wow, deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Hallo? Was ist denn jetzt das Problem? Ich verstehe dieses Game nicht. Ich will mal, immer wenn ich voll beladen bin, habe ich dieses Problem. Opa, Opa, erzähl uns ein Märchen. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Das von der Fee? Oder das von... Wo ist dieser Händler? Das von dem Herrn, der von Mäusen gefressen wurde. Halte ich für ein Gerücht. Oh, ist das nervig. Am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel mit Kletten und gehandelt wird mit der letzten Hoffnung. Überhaupt nicht. Raus da. Jetzt habe ich wieder den Marker dahin gesetzt. Ich krieg die Wasser. Junge. Jetzt ist... Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Halt deinen Mund. Da will ich hin. Dass er endlich mal hier rauskam aus diesem Drecksloch. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, kauf mir jetzt bitte was ab. Damit das Elend jetzt mal... Plus 18. Das ist ja richtig stark. Silberschwert. What's this? Silberschwert. Ui. Das hauen wir mal weg. Hexer Silberschwert behalten wir. Stufe 14 damit. Ruhm des Nordens. Wir fangen mal unten an. So. Auch abstoßen. Das und das müssten wir mal einlagern. Stufe 14, das können wir bald ausrüsten. So, was können wir eben noch andrehen? Warum haben wir die nicht drauf? Ach so, weil das andere irgendwie 500. Hier. Yeah. Die stoßen wir auch ab und dann hat er keine Kohle mehr und wir haben 30 Slots frei und wir gehen jetzt in diese Kammer. Leb wohl. Na, machen wir mal ein bisschen Statpflege. Wodka, Wodka. Ja.
Ab ins Lager mit dir. Das könnte man eigentlich alles verkaufen, oder? Aber der hat keine Kohle mehr. So, wir machen Folgendes. Dass wir das nicht aus Versehen verkaufen. Wo ist das Silberschwert des Hexers? Hier. So. Die können wir schon ausrüsten, ne? Okay, gut. Good to know. So, sollten wir vielleicht mal machen. So, die... Die und die legen wir weg. Was ist damit? 10% Igni und 3 Steine. Art Axi, kritischer Treffer. Ich glaube, die nehmen wir als nächstes in die Hand. Das hätte man verkaufen können. Und das als Silberschwert. So, das und das können wir demnächst ausrüsten. Und was ist mit dem? Der wilden Jagd, das kommt auch weg. So, was haben wir hier? Stumpfer. +3, +3. Oh, wir müssen mal wirklich uns mal hier darum kümmern. So, und die ganzen Sachen. Die legen wir auch mal ab. Da werden wir uns die Zeichen wieder zurückholen. Ja. Hemd. Und die Stiefel. Die behalten wir mal. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein in den Charakter. Ne, Charakter war falsch. Inventar. Was ist damit? Ich würde das gerne vergleichen. Dann müssen wir hier hin. Oh, wir hätten +62 Punkte mehr Schaden. 9%. Gwen ist natürlich geil. Wir haben hier Axi und Art, benutze ich selten, ne? Wir haben aber dafür 23%. Ja, das nehmen wir. Also zack. Das Silberschwert ist... Ah, das ist schwächer. Huh? Vor allem hat es noch 3 leere Slots. Okay, gut. Okay, und wo können wir das vergleichen? Mit Stahlwaffe. Ach, die wird oben drauf gepackt. Okay. Alright. I understand. So, was? Explosiver Bolzen. Neun Silberschalen. Boah, was ist denn hier? Ja, dann packen wir doch die drauf. Kinders. Ja, +100%. Nee. Und hier... Okay, dann können wir jetzt eigentlich alles in die Truhe legen. Ruhm des Nordens hat halt nur 2 wenig, aber 10% mehr Igni. Was haben wir denn da für Angriffskraft? Chance auf Einfrieren. Chance auf Verbrennen. Chance auf Taumeln, Chance auf Einfrieren, Chance auf Bluten, Chance auf Betäuben.
Chance auf Verbrennen. Das haben wir doch auch. Hier oben, oder? Kleinere. Zeichenintensität. Boah. Okay, wir machen jetzt so ein Feuerschwert. Was bist du denn? Ah. Okay, wir packen das erstmal. Weil, also wir nehmen hier vergiften, bluten, erfrieren, taumeln. Ne, hier war die, ne? Adrenalin. Ja, das wollen wir ja nicht mehr. Ach so, ich kann das nur anwenden, wenn die... Ah, dann haben wir es ja mit dem getauscht. Gut. Also. Chance auf Verbrennen. Können wir auf beide drauf machen. Aber das wollen wir nicht. Wir waren ja hier. Einmal. Betäuben. Wo war Zeichenintensität? Machen wir die große drauf. Zack. Und dann nochmal verbrennen. 2% Angriffskraft. Und was machen wir jetzt? So, Silberschwert. Na, das ist schon stark. Okay, dann packen wir das auch voll. Dann machen wir beim Silberschwert Adrenalingewinn. Chance auf Bluten. Und Zeichenintensität. Oh, da haben wir uns aber jetzt gut ausgerüstet. So. Und ich hätte gern... Genau, das haben wir auch getauscht. So, und jetzt, so wie ich das verstanden habe, packen wir jetzt den Rest vom Schützen fest. Das ist 500 wert. Ist das eine Stahlwaffe, ne? Ja, dann behalten wir die. Die tun wir weg. Das ist eine Sekundärwaffe. Die können wir wegtun. Die tun wir weg. Ah, mit den Stiefeln können wir auch noch arbeiten, ne? So, Stiefels. Ja, wegen minus 1 brauchen wir uns nicht unterhalten, oder? Wegen minus 1 brauchen wir uns nicht unterhalten, ne? Dann kommen die auch noch weg. Gut. Wir haben eine Ersatz-Silber, Ersatz-Stahl, Sekundär-Bolzen, Steine. Jetzt lassen wir das noch reparieren. Alles. Ja, sorry Leute, aber das ist so ein bisschen Inventarpflege, ist glaube ich ganz wichtig. Muss so ein bisschen sein. Dieser verfickte Kater.
Wie kann ich helfen? Reparier mir meinen Stuff. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Handwerk. Reparieren. Verwendete Rüstung reparieren. So, ja. Ja. Gut. Leb wohl, mein Huge da. Haben wir hier irgendwo noch so einen Schleifstein? Der ist da vorne. Wo ist der? Hier. Okay, Rüstung wurde auch So, jetzt kehren wir zum Hauptmann zurück. Wo ist denn das Schildchen hier oben? Ah, hier ist noch ein Händler. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Naja, das haben wir alles sehr gut gemacht. So, was drehen wir ihm an? Hier, von dem Stuff. Was war das? Monsterklaue? Nee, hier die Zunge. Kriegen wir genug. Monsterauge kriegen wir auch immer wieder. Monsterleber, Monsterohren. Wo waren das hier? Das Blut von denen. Hier, die Hirne. Ghoulblut, hier. Das ist es doch, oder? 80, geil. So, was haben wir denn hier alles Hübsches? Was ist das? Quen, haben wir noch Slots? Sollten wir... Oh, 2000. Ne, die finden wir. Was hat er? Oh, wir müssen öfters mal gucken hier. Was ist das? Die habe ich schon. Die habe ich schon, okay. Gut, was können wir ihm noch andrehen, dass wir uns leichter machen? Die ganzen Fälle. Das brauchen wir noch. Asche. Ne. Weg damit. Weg damit. Fischtech. Fistech. Keine Ahnung, weg damit. Das Silber behalten wir mal. Gut, so. Was haben wir hier vorne beim Handwerk? Achso, ja. Was ist das? Giftextrakt. Rubinstaub. Bernsteinstaub. Davon haben wir ja richtig viel Öl. Was ist das? Gewicht 0, okay. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Okay, also jetzt gehen wir zurück zum Hauptmann. Auf Wiedersehen. Übelst wieder aufgeladen. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Einen Rachenputzer. So, kehre zum Hauptmann zurück. Der nicht mal eingezeichnet ist. Ja. So, jetzt haben wir uns mal wieder orientiert, sortiert, ne? Es hat halt jetzt ein Momentchen gedauert. Jetzt meditieren wir noch einen Moment, dass es wieder hell ist. Wir machen auf jeden Fall die Quest fertig. Wir müssen in die Richtung. Du kommst doch da nicht durch, Plötze. Sag mal. Sag mal. So.
hier konnte sich Plötze letztens nicht entscheiden, ne? Ah, ich glaube, wir sind jetzt hier richtig. War, hatten die gerade ein Meeting oder warum sind die jetzt so unauffällig vor mir weggelaufen? Boah, das Schwert sieht wild aus. Guckt's euch mal an. Oh, I like this game. I like it. Der König hat sie festgelegt, nicht hey. Ich. Aber du bist der Hexenmann. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Sonst? Erstens kann man in der Einöde keine... Ich langweile mich so, dass... Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Er rotzt die ganze Zeit. Geleitbrief. Der die einfachen Leute verhungern lassen wollte. Er ist einem Fluch von Geweißwickwar. Wurde lebendig von Ratten gefressen. Das wie soll ich jetzt schlafen, genau, wenn du mir solche Geschichten erzählst? So. Das wirst du nicht. Wir reiten jetzt aber gemeinsam noch an den Punkt hier. Gehen wir zu Plötze. Dadurch, dass wir ja jetzt viel an unseren Stats gearbeitet haben, ja. Okay. Steig ab. Du bist so gut wie... Komm her. Und er brennt. Ui. Die armen Ferdis. Eine Strickleiter und das brauchen wir nicht. Jetzt sind wir zweimal wählerisch, ne? Nee. Oder doch, komm. Wir verticken's. Und wenn es nur eine Krone für gibt. So, dann haben die sich geschnitten. Also das Schwert fühlt sich sehr wuchtig an. Wir essen mal was, damit wir unseren Buff bekommen. Was gönnen wir uns denn? Ein Schlückchen Wasser und ein Stück Fleisch. Damit sollten wir... Okay, hier sind die nächsten Feinde. Langsamer. Das sind Wölfe. Nee, Wildhunde. Wir hatten ja auch noch eine Mission, ne? Ist die eigentlich noch da? Wo waren das? Anschlagbrett. Wir müssten irgendwie... Quest 1 von 3... Ja, ich glaube, wir sollten mal eine andere Quest verfolgen. Und zwar nicht diese. Kann man die auch wieder abwählen? Okay, wir müssen dann solche Events, wo wir quergeritten sind, kaum direkt machen anscheinend.
Die sind schon ziemlich krass jetzt unterwegs, ne? Anscheinend. Hase? 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 Was ist hier los? Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Genau. Das soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! So eine Quatsch machen wir nicht. Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Oh, die sind ja alle schon Level 10. Das war schlecht. Lauf, schnell. Oh, da gab's Stiefel. So. Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Korrekt. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Wattgern. Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. Das war's. Müssen wir das jetzt selbst finden, ne? Hinterm Haus. Ich glaube, das war's, oder? Ja. War zwar kein Baumstumpf, aber... So, wir machen weiter. Zu Fuß. Was kommt da auf uns zu? Oh, das ist ein Bär. Aufpassen, dass ich nicht in irgendwas reinstolper, wenn ich nicht über den Weg gehe. Ein Neckar, okay. Oh, wir haben hier ein Monsternest entdeckt. Nice. Nee, blaues Mutagen ist immer gut. Wo ist das Nest? Das war's, drei Stück oder was? Glaube ich nicht. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Kommt jetzt nochmal ein Schwarm dann gleich raus. Kommen da keine mehr? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und wir haben unser Ziel erreicht übrigens. Was ist hier? Ah ne, das sind Bienen. Wir gehen weiter. Und ich kann nicht springen, weil das Medaillon vibriert hat. Warum auch immer. So, jetzt lass uns mal gucken. Standard. Wir wollen nicht Standard. Wir wollen auch nicht allgemein. Ich will die Fragezeichen haben. Ich will alles. Erkundung. Nee, ich will Händler und Handwerker. Effekte. Alles. Okay.
Okay, gut. Wir bleiben bei alles. Wähl Niemandsland. Okay. Achso, wir wollten ja gucken, wo wir als nächstes hingehen, weil eigentlich orientieren wir uns ja hierhin zur Stadt. Dann versuchen wir, hier die drei noch mitzunehmen, beziehungsweise die vier. Wobei, da gehen wir rüber dann. Hier ist ja wahrscheinlich Novigrad. Das heißt, wir gehen hier lang. Den machen wir auf jeden Fall noch gemeinsam in dieser Folge. Außer es kommt jetzt noch irgendwas Gravierendes dazwischen. Was ich nicht glaube. Außer ein paar Wölfe oder so. Ne, Ghule. Sehr gut. Wir gehen da lang. Level 2. Der ist tot. Der sollte tot sein. Da ist der nächste. Was du zu bieten hast. Nichts hat er zu bieten, ne? Außer mir sein. Gib mir nochmal jetzt dein Loot. Monsterauge und Ghoulblut. Damit kann man gutes Geld verdienen. Ah, die werfen auch Giftextrakt ab. Da ist noch einer. Da oben ist noch einer irgendwo. Er läuft einfach vor mir weg. Ich komme nicht durch. Ist da jemand wütend geworden? So, okay, das hätten wir auch. Wir sind gleich am nächsten Point. Wir müssen in die Richtung. Da ist das wahrscheinlich ein Banditenlager oder so. Hier ist auch kein Weg mehr. Doch, hier ist ein Weg. Warum ist hier nichts los? Ah, okay, die wurden überfallen. Was sind das für Kollegen? Modderhaut. Ah, das sind die explodieren, oder? Es sind extrem viel Monster. Verdammt, bist du hässlich. Huch. So, und was gebt ihr mir? Monsterhirn, das ist immer gut. So. Mal hier irgendwie noch. Ey, hier gibt's so viel zu entdecken, das ist Wahnsinn. War hier irgendwas? Nee. Oh, so leichte Probleme mit der Treppe, Kollege. Jetzt was vibriert? Das verstehe ich noch nicht. Mit der Vibration des Joysticks. Ah, da unten. Kann es sein, dass das noch ein Monsternest ist? Deswegen. Ja, ist es. Können wir das schon töten? Ein Modderhautnest. Es muss zerstört werden. Oh, da kommt der Große raus. Ein Verschlinger. Ich bin vergiftet. That's very bad. Können wir meditieren? Ui. Das war, okay, der Verschlinger, der
ist noch ätzender wie die Modderhaut da. Können wir auch nirgendwo rein, die armen Leute aufnehmen. Oh, ich habe das Nest oben nicht geplündert. Weltkarte, ist das schon ausgegraut? Ja, ist es. Okay. So, dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Wir haben ein bisschen einen zähen Anfang gehabt, gebe ich zu. Aber so, ich denke, so Stats-Geschichten, Ausrüstung, Upgrade, Ausrüstung überlegen, wird ja ab Level 15, glaube ich, ganz entscheidend. Sind wichtig, dass man sich dran gewöhnt, dass man das regelmäßig macht. Vor allem, weil ich ja immer Übergewicht hatte dann. Und das dann auch ein bisschen zäh zuzugucken. Naja, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde ich auch sehr begrüßen und einen Kommentar natürlich auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.